Sind nur Beitragsjahre für die Wartezeit der 35 Jahre notwendig oder gelten andere gesetzliche Regelungen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Kundin, die ganz besorgt ist. Im Internet gibt es ja so ganz viele Rentenaufklärer oder angebliche Spezialisten, die sich in quasi allem auskennen, auch im Steuerrecht zum Beispiel. Und der hat auf einen seiner Videos auf YouTube erläutert, dass man, um in die Altersrente für langjährig Versicherte zu gehen, mindestens 35 Jahre Beitragsjahre benötigt. Ich weiß ja auch nicht, was Beitragsjahre sind, aber wir kommen mal gleich drauf. Unsere Kundin hat dann mal in ihre Rentenauskunft geguckt und hat dann festgestellt, oh, ich habe ja nur 25 Jahre Beitragsjahre, in Anführungsstrichen, oder Beitragszeiten mit eingezahlten Beiträgen, Pflichtbeiträgen oder freiwilligen Beiträgen. Und die fragt, ob das so stimmen kann oder welche Zeiten in die 35 Jahre mit erfasst werden. Also, meine Damen und Herren, nur um Ihnen das gleich zu sagen, ich habe leider nicht die Zeit, mir alle Videos von irgendwelchen sogenannten Rentenexperten anzuschauen. Wenn es aber stimmt, was Sie sagen, so ist die getätigte Aussage rechtlich völlig falsch, meine Damen und Herren. Aus folgenden Erwägungen, ich zeige Ihnen das auch gleich im Internet mit den entsprechenden Paragraphen, aber das Erste ist, es gibt keinen Rechtsbegriff, also ich kenne keinen, der da sagt, dass wir Beitragsjahre haben. Es gibt im Rentenrecht, im gesetzlichen Rentenrecht nur den Begriff der Beitragszeiten. Das ist im SGB VI geregelt. Beitragszeiten werden auch nicht als Jahre erfasst, sondern als Monate und gelten auch für andere Rentenrecht, und das gilt auch für andere rentenrechtliche Zeiten. Natürlich haben wir die Wartezeit 35 Jahre. Das heißt aber nicht, dass die Wartezeit 35 Jahre gleichzusetzen ist mit 35 Jahre Beitragszeiten. Ja, nicht Beitragsjahre. Also Beitragsjahre gibt es überhaupt nicht. Das ist völliger Blödsinn. Meine Damen und Herren, und deshalb gehen wir hier einfach mal raus aus dieser ganzen Geschichte und gucken uns einfach mal an, wie das dann im Rentenrecht tatsächlich geregelt ist. Und zwar haben wir hier den Paragraphen 50. Der Paragraph 50 sagt uns, also Paragraph 50 SGB VI, Sozialgesetzbuch Nummer 6, das ist das Buch, wo das gesetzliche Rentenrecht geregelt ist. Und da steht eben drinne, was für die Regelaltersrente als Wartezeit gilt, für die 20 Jahre Voraussetzung, für die Wartezeit der Altersrente für langjährig versicherte und schwerbehinderte Menschen. Und da haben wir den Paragraph 50 Absatz 4 und da steht drinne, die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf die Altersrente für langjährig Versicherte. Also, Sie lesen nichts von Beitragsjahren, sondern Wartezeit von 35 Jahren. Ja, so, jetzt müssen wir uns mal angucken, was füllt denn die 35 Jahre Wartezeit? Ja, und dann da springen wir einfach eine Norm weiter, den Paragraphen 51. Und in dem Paragraphen 51 Absatz 3 steht ein Satz. Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. So, jetzt werden wir natürlich stutzig und sagen uns, ja, was sind denn rentenrechtliche Zeiten, meine Damen und Herren? Hier, ja, rentenrechtliche Zeiten. Da gehen wir mal in das nichtamtliche Verzeichnis und gucken uns einfach mal an in dem Paragraphen 54, was der eigentlich zu dem Begriff rentenrechtlichen Zeiten sagt. Und rentenrechtliche Zeiten sind nach Paragraph 54 Absatz 1 Beitragszeiten, beitragsfreie Zeiten und Berücksichtigungszeiten. So. Das heißt also, wenn das Gesetz in Paragraph 51 Absatz 3 sagt, dass auf die 35 Jahre Wartezeit alle rentenrechtlichen Zeiten anzurechnen sind, dann kann es ja nicht stimmen, dass hier nur Beitragszeiten gelten. Denn Beitragszeiten sind nach Paragraph 54 Absatz 1 Ziffer 1 alle Zeiten mit vollwertigen Beiträgen oder beitragsgeminderte Zeiten. So, also kann das ja so nicht stimmen. Natürlich eine völlig andere Frage ist, wenn Sie jetzt 420 Kalendermonate, das sind 35 Jahre, mit Beitragszeiten haben, erreicht haben, dann ist das kein Problem. Dann gilt das für die 35 Jahre. Aber wenn Sie die nicht haben, muss es ja auch noch andere Zeiten geben, die das vielleicht auffüllen. Und da haben wir zum Beispiel die beitragsfreien Zeiten, die hier, ja? So. Und dann gucken wir einfach mal in Paragraph 54 Absatz 4, was da drin steht. Beitragsfreie Zeiten sind Kalendermonate, die mit Anrechnungszeiten, mit einer Zurechnungszeit oder mit Ersatzzeiten belegt sind.
wenn für Sie nicht auch Beiträge gezahlt worden sind. Wenn für Sie Beiträge gezahlt worden sind, dann sind das wiederum Beitragszeiten. Also, meine Damen und Herren, beitragsfreie Zeiten sind auch Anrechnungszeiten. Und Anrechnungszeiten, meine Damen und Herren, da gucken wir einfach mal weiter in das nichtamtliche Verzeichnis. Das sind die Dinger her, ja, Paragraph 58. Und da gibt es eine ganze Latte von Anrechnungszeiten. Wenn man krank gewesen ist wegen Mutterschutz und Schwangerschafts-, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung nach dem vollendeten 17. Lebensjahr, eines der großen Klassiker. Wenn man eine Rente bezogen hat, soweit diese Zeiten auch als Zurechnungszeiten der Rente berücksichtigt worden sind und, und. Das heißt also, unsere Dame, das habe ich schon rausgekriegt, die hat nämlich 25 Jahre Beitragszeiten und hat aber auch gleichzeitig noch eine Fachschule gemacht, hat noch eine Schulausbildung gemacht und hat auch noch Kindererziehungszeiten und andere Zeiten da drin. Und die hat locker ihre 35 Jahre voll, weil nämlich zum Beispiel die Schulausbildungszeiten, die Fachschulzeiten oder Hochschulzeiten bis insgesamt 96 Kalendermonate, also höchstens 8 Jahre, hier angerechnet werden. Das heißt also, die Behauptung oder die Erklärung, dass für die Wartezeit der 35 Jahre hier 35 Jahre Beitragszeiten notwendig sind, ist rechtlich völlig unhaltbar. Es gibt auch keine Beitragsjahre, sowas gibt es gar nicht, sondern es gibt, wenn überhaupt, nur rentenrechtliche Beitragszeiten. Wer das bitte nachlesen möchte, in den Paragraphen 50, in den Paragraph 51, 54 und wenn Sie möchten auch für die Anrechnungszeiten in Paragraph 58, finden Sie die entsprechenden rechtlichen Erklärungen dafür. Also lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Sie schauen bitte immer in eine aktuelle Rentenauskunft und da steht dann meistens drin, ob die 35 Jahre Wartezeit für die Altersrente für langjährig Versicherte und gleichsam auch für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt sind. In unserem Fall habe ich schon herausgefunden, ist es völlig unproblematisch. Unsere Mandantin hat die 35 Jahre Wartezeit locker erfüllt. Sie hat Beitragszeiten, sie hat Anrechnungszeiten inklusive Fachschule, Hochschule und auch Berücksichtigungszeiten. Berücksichtigungszeiten, meine Damen und Herren, für die Kindererziehung ist extrem wichtig. Da kriegt man nämlich 10 Jahre. Und wenn ich eine Lücke im Versicherungsverlauf habe, dann kann ich diese Berücksichtigungszeiten sozusagen wunderbar heranziehen und die Lücke damit schließen, wenn es genau dieser Zeitraum ist, der da fehlt, vom 1. bis zum 10. Lebensjahr. Und das ist eben auch wiederum extrem wichtig für die Wartezeiten einer Rente, hier Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit, aber auch Berücksichtigungszeiten für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Wieder einmal von der sogenannten Rentenfront. Ja, haben wir also wieder hoffentlich jemanden helfen können hier in Deutschland. Gerne mache ich das auch immer mal wieder, dass man hier so Erklärungen findet. Und an Sie, meine lieben Rentenexperten, die Sie vielleicht keinen fachlichen Abschluss haben, also bitte hauen Sie nicht solche Bolzen raus. Es gibt keine Beitragsjahre, sondern wenn überhaupt nur Wartezeiten oder Beitragszeiten oder Anrechnungszeiten als rentenrechtliche Zeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.